Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 bei First Guy. Und heute gibt es natürlich wieder nur Special-Karten. Ihr habt die letzte Folge richtig gefeiert, locker. Über 2200 Likes. Würde mich natürlich auch diese Episode wieder über ein Like freuen. Und ihr seht es schon. Unser Captain für diese Episode ist Kevin De Bruyne, der dritte in Form mit einem 89er Rating. So ein krankes Biest. Guckt euch diese Stats an, Mann. Unglaublich. 5-Star Weak Foot, 4 Sterne Skills. Und um den Typen bauen wir natürlich jetzt gleich das Team mit nur Special Guard. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Spieler. Los geht's. Heute starten wir andersrum. Sonst, ihr wisst es ja, fangen wir immer mit der Torhüter-Position an. Heute fangen wir mal mit der Stürmer-Position an. Es gibt natürlich auch noch aus dem neuen Team of the Week Diego Costa. Das wäre natürlich vorne die perfekte Sturmzange da mit De Bruyne und Diego Costa. Aber ich würde sagen, wir labern nicht lange. Los geht's, wir suchen den ersten Stürmer und es wird Aubameyang. Das ist auch nicht schlecht. Leider nicht aus der BPL. Aber der Typ ist einfach unnormal. Leider nicht der Second Inform, sondern nur der erste. Aber ich denke mal, der geht auch auf jeden Fall klar. Der Typ ist einfach noch richtig teuer. Sogar der erste Inform kostet schon 200.000 Münzen. Ich weiß gar nicht, wie teuer dann der zweite Inform ist. Aber okay, ich denke mal, der wird auch diese Saison noch den ein oder anderen Inform bekommen. Und dann würde ich sagen, packen wir den direkt hier vorne ins Team. Wäre De Bruyne jetzt nur mal bei Wolfsburg geblieben, hätten wir wenigstens den Bundesliga-Link. Aber okay, man kann sich halt nicht alles aussuchen. Aber der Sturm sieht bislang auf jeden Fall schon richtig gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem linken Flügel. Okay, los geht's. Unser linker Flügelspieler könnte. Mkhitaryan kann es nicht werden. Der spielt leider auf dem rechten Flügel. Aber Marco Reus kann es werden. Es geht los. Wir suchen direkt. Es wird Konoplyanka, auch der Second in Form. Der ist auch nicht schlecht. Neymar. Oh mein Gott. Hier hinten wäre Neymar aus dem Team der Gruppenphase gewesen. Der normale Neymar auch noch. Der erste Neymar in Form. Oder der zweite oder dritte. Und hier Konoplyanka. Aber der Typ ist auch nicht schlecht. Hat auch abnormale Werte, diese Karte. Okay, wir haben Konoplyanka gekauft. Der hat hier sogar noch eine Bronze-Upgrade-Karte drauf. Aber das Ganze ist nur beim Passen. Das heißt, das ist eh nicht so schlimm. Den gab es leider nur so oder so, war der billigste. Deswegen habe ich den so einfach geholt. Ist, denke ich mal, jetzt nicht so schlimm. Wir packen den vorne auf den linken Flügel. Gibt leider auch gar keine Chemie hier, aber ja, irgendwie mit der Chemie müssen wir uns leider abfinden, dass es bislang irgendwie nicht so viel gibt. Aber dafür haben wir wirklich gute Spieler im Sturm. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter im Mittelfeld. Okay, komm, wir starten mit dem zentral-offensiven Mittelfeldspieler. Los geht es, es wird Xhaka aus der Bundesliga. Ey, wie oft ziehen wir den? Kagawa wäre hinten noch gewesen, wäre auch geil gewesen. Aber Xhaka ist auch richtig nice. Wisst ihr noch, könnt ihr euch an die letzte Folge erinnern mit Xhaka. Der Typ hat einfach so einen abnormalen Longshot rausgehauen. Zieht euch die letzte Folge unbedingt mal rein, es lohnt sich wirklich. Aber vielleicht haut der Typ diese Episode ja genauso einen Longshot raus wie in der letzten Episode. Der linke Fuß von dem ist einfach abnormal. Leider nicht der schnellste, das ist klar. Der Typ hat nur 70 Schießen, fällt mir mal gerade auf. Voll wenig eigentlich, aber dafür hat er wirklich kranke Schüsse rausgehauen. Auch mit rechts letztes Mal. Kommt direkt ins Team, gibt natürlich da vorne Aubameyang ein bisschen Chemie. Wir machen weiter mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Falls ihr noch irgendwie Coins braucht oder so für irgendwie ein Buy für Sky Pack Openings und so weiter, checkt mal gerne meinen Sponsor MMOJR. Link ist in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr natürlich richtig günstig und vor allem richtig schnell eure FIFA Coins. Ich würde mich natürlich freuen, mit einem Kauf unterstützt ihr mich. Ich bin euch ja sehr, sehr dankbar. Und jetzt suchen wir den zentralen Mittelfeldspieler. Los geht's, es wird. Oh nein, Golan wäre hier gewesen. Wieder Xhaka. Und was ist das denn hier für eine Karte? Arta hat eine Hero-Karte. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber gar keinen schlechten Wert, der Kollege. Verratti hatten wir auch letzte Episode. Und Kruse als zentraler Mittelfeldspieler. Aber was soll's? Es wird Pajo. Und der ist gar nicht so schlecht. Denn der gibt da vorne Konoplyanka wenigstens ein bisschen Chemie. Okay, Pajo kommt ins Team. Auch nicht der schnellste. Ich muss sagen, unser Mittelfeld, ja, wird echt, glaube ich, ziemlich langsam sein. Xhaka mit 70, nee, Xhaka mit 50 Tempo sogar, oder? 52, dann hier Pajo mit 60 Tempo. Aber okay, wenigstens Konoplyanka kriegt hier ein bisschen Chemie. Und dann hoffe ich mal jetzt, dass unser rechter ZM ein bisschen schneller wird. Sterling oder so, wäre natürlich perfekt, der Inform. Ich weiß nicht, gibt es da noch einen von Manchester City, der im zentralen Mittelfeld einen Inform hat? Ich glaube, es ist nur Sterling. Beziehungsweise Sterling hat natürlich ein ZOM, aber der kann natürlich auch unter Umständen da als zentraler Mittelfeldspieler spielen. Denn es wird Arta, den wir gerade eben angesprochen haben. Hier hinten wäre De Bruyne gewesen. Hätte natürlich hier den Perfect Link zu De Bruyne, aber den kann man natürlich leider nicht doppelt einbauen ins Team. Es wird aber diese Hero-Karte hier. Und wie gesagt, ich habe es gar nicht mitbekommen, wofür der Typ eine Hero-Karte bekommen hat. Keine Ahnung, frag mich nicht. Aber der scheint gar nicht so kacke zu sein. Wo spielt er denn überhaupt? In der Barclays Premier League. Passt sogar perfekt
zu De Bruyne vorne. Okay, 45.000 Münzen ist jetzt nicht gerade billig für den Kollegen, aber ich hoffe mir, der scheint einigermaßen gut zu sein oder wenigstens annähernd okay zu sein. Egal, er gibt hier auf jeden Fall De Bruyne die Chemie und so wird das Team natürlich auch ein bisschen bunter. Wo spielt der überhaupt? Bei Bournemouth oder so, ne? 5 Sterne Schwarfu, sag du Scheiße. 3 Sterne Skills leider nur. Naja, scheint mir gar nicht so kacke zu sein. 80 Physis, sieht ganz okay aus, aber weiter in der Verteidigung. Okay, wir kommen zum Rechtsverteidiger und mal sehen, wer es wird. Am besten BPL-Spieler natürlich. Aber bevor wir dazu kommen, ich würde mich freuen, wenn ihr mir alle bei Instagram folgen würdet. Link ist unten in der Videobeschreibung, ganz oben verlinkt. Ja, checkt das einfach mal ab. Lasst ein Follow da, es kostet euch natürlich nichts und ihr seid immer auf dem neuesten Stand mit Fotos und so weiter, was gerade abgeht. Also checkt einfach mal ab und dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zum Rechtsverteidiger. Los geht es, es wird Mike Conn in Form. Schade, passt gar nicht ins Team. Oh, hier hinten wäre Smith gewesen. Der wäre natürlich perfekt gewesen. Der spielt auch bei Bournemouth. Anscheinend sind die dieses Jahr richtig gut, Bournemouth. Keine Ahnung, aber es wird... Boah, hier wäre noch Daniel Alves gewesen, was soll's. Es wird leider Mike Conn, das heißt leider, so schlecht ist der Typ ja auch nicht. Zieht euch mal diese Werte von Mike Conn rein. Fast alles über 80. Und der Typ kostet nur annähernd um die 30.000 Münzen. Der Typ ist echt für die Werte richtig billig. Passt leider, wie gesagt, gar nicht ins Team. Alter, wie viele Ligen haben wir eigentlich hier schon wieder am Start? Das gibt hier echt, glaube ich, heute mit der Chemie wirklich nicht viel. Sei denn, wir ziehen jetzt hier irgendwie Castan oder so, aber den gibt es nicht als Info. Was laber ich denn hier schon wieder? Naja, müssen wir mal schauen. Hoffentlich irgendwie einen guten Innenverteidiger. Irgendwie einen aus der Bugs Premier League, der vielleicht sogar irgendwie ein Brasilianer ist. Aber das ist natürlich die Frage, ob es da überhaupt so einen gibt. Ich habe echt keine Ahnung. Thiago Silva wird es geben, spielt aber nicht in der BPL. Wir schauen direkt mal, es wird... Javi Martinez, was sind hier für Spieler auf der ersten Seite? Zieht euch das mal rein. Boateng, Kochelny, Godin, Otamendi, Alaba, Mustafi auch noch und es wird Martinez. Jetzt auch nicht der schlechteste, aber leider auch nicht der schnellste. Martinez passt zwar leider nicht zu Maicon, aber dafür zu Paejo. Wir können die Position natürlich so umstellen, dass wir die meiste Chemie bekommen. Und wenn wir den hier hinstellen, haben wir wenigstens den Link zu Paejo. Der würde hier auch noch Maicon, ach Maicon, das laber ich, der würde hier auch noch Schaka irgendwie verbinden, aber der Kollege hat irgendwie keinen Link darunter zu Martinez. Kann man leider nichts machen. Okay, als Linksverteidiger wäre jetzt eigentlich irgendwie Gaia oder so perfekt. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal noch den anderen Innenverteidiger. Und dann schauen wir doch direkt mal. Los geht es, wir suchen und wollen mal sehen, was wir bekommen. Es wird Arribas. Oh, fuck, sogar ein spanischer Verteidiger. Perfekt eigentlich. Aber der Typ hat jetzt wirklich keine guten Werte. Marc Bartra wäre schon ein bisschen besser gewesen. Was haben wir denn hier noch? Voll viele spanische Verteidiger auf der ersten Seite. Aber Arribas, ja, 62 Tempo geht klar. Ist nicht das allerbeste. Geht besser. Auch nur 1,82 groß, der Kollege. Diese Werte zeigen auch einfach seinen Preis, Mann. Den Typen kann man eigentlich direkt abstoßen. 10.000 Münzen kostet der, aber... Was will man da auch erwarten? Bei den Werten kann man da wirklich nicht viel mehr am Preis machen. Aber okay, der gibt hier wirklich ganz gute Chemie. Wir packen den erstmal hier hin. Aber dann tauschen wir den hier doch lieber. Denn der spielt natürlich auch noch hier. In der Liga BBVA, das heißt, Paejo kriegt da schon mal den grünen Link. Hat 9 Chemie. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen erst den Linksverteidiger. Und wie gesagt, hier wäre immer noch Gaia perfekt. Und im Tor dann vielleicht Manuel Neuer oder so. Okay, komm, dann schauen wir doch direkt mal, der Linksverteidiger kommt. Das muss Gaia werden. Oder irgendwie ein anderer spanischer Verteidiger. Ich hoffe mal. Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen anderen gibt außer Gaia. Egal, wir suchen direkt. Los geht es. Es wird... Wenn... Nein, Gaia wäre doch direkt daneben gewesen. Das gibt es doch nicht. Ein Spieler daneben wäre Gaia gewesen. Es wird Oscar Wendt. Schade, aber okay, Oscar Wendt geht auch klar, passt wenigstens ein bisschen. Da müssen wir wieder umstellen mit Martinez und so. Mann, hier wird doch direkt Gaia gewesen, das kann doch nicht wahr sein. Eine Position daneben. Aber okay, wir können uns die Position bzw. die Spieler leider nicht aussuchen, deswegen müssen wir Wendt mitnehmen. Ist natürlich auch kein schlechter Spieler, aber der zieht die Chemie natürlich jetzt wieder um einiges runter, denn wir müssen das Ganze dann hier so machen, wieder die beiden tauschen. Und dann kriegt Martinez hier wenigstens noch den Link zu Oscar Wendt. Paejo hat dann auch leider nicht mehr seine neuen Chemie. Das ist echt schade. Vielleicht ist das Ganze hier sogar besser. Ne, so ist es auf jeden Fall besser. Okay, wir brauchen jetzt einfach hier im Tor entweder einen spanischen Keeper
oder Manuel Neuer oder so. Weil sonst kriegt der Torwart halt auch keine 10 Chemie. Oder spielt Lux, kennt alle Lux, die Legende. Spielt er nicht auch bei dem Verein hier, wo Arribas spielt? Das könnte sein. Oh Mann, Leute, wenn es jetzt Lux wird, ne, dann drehe ich komplett am Rad hier. Das wäre echt so krass. Ihr wisst selber, was Lux mittlerweile für eine Legende in meinen Videos geworden sind. Vor allem die Leute, die jedes fucking Footref-Video gucken. Der Typ ist einfach krass. So ein schlechter Torwart eigentlich vom Rating her, aber so krank im Spiel. Naja, wir suchen direkt mal. Es geht sofort los und heute unser Torhüter wird mal sehen. Es wird Racket Breaker Czech. Das ist alles andere als besser als Lux. Alles andere als besser als Lux. Was ist das hier wieder für ein Deutsch? Aber egal, der Typ ist einfach nur krass. Guckt euch diese Werte an. Okay, da ist mir auch Lux egal, ganz ehrlich. Was soll's? Wir ziehen Czech. Da kann Lux noch so viel tun, auch wenn Lux noch so eine kranke Legende ist. Czech ist einfach auch eine Legende und Czech muss einfach gespielt werden mit dieser geilen Karte. Vor allem diese Farbe sieht einfach schon zu krank aus. Guckt euch diese Karte an, das ist einfach nur abnormal. Diese Werte bei dem Typen, ne? Die Karte sieht einfach so was von krank aus. Die muss wirklich jeder in FIFA 16 einmal gespielt haben. Der Typ Czech ist ja wirklich schon seit FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15, eigentlich jedes Jahr ist der so ein Biest im Tor, auch wenn er nie wirklich so richtig hoch bewertet war, wie Manuel Neuer oder so, immer nur mit einem 84er Rating, aber der Typ ging einfach immer so ab, das ist echt abnormal und ich weiß gar nicht, ja, wie der, dieses Jahr geht er auch wieder ab als normale Version und wie der Racket Breaker dann abgehen muss, ich will es mir gar nicht vorstellen. Die Chemie ist richtig kacke, muss man sagen, 53 Chemie, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich je bei so einem Buy First Guy hatte. Eigentlich habe ich immer so knapp um die 60 Chemie. Aber okay, was soll's. Wir haben wirklich richtig kranke Spieler dabei. Vor allem unser Sturm und natürlich unser Torwart. Das sieht alles richtig nice aus. Da würde ich sagen, wir starten ins erste Spiel. Und ich bin mal gespannt auf unseren Gegner. Los geht's. Und da ist unser Gegner. Guckt euch mal seine Trikots an. Die sehen mega fresh aus. Ich weiß auch nicht. Die haben übel viele. Ich weiß aber nicht, von welchem Verein die sind. Sehen echt richtig nice aus mit diesen vermischten Farben. Wir schauen mal, wie sein Team aussieht. Das sieht auch richtig nice aus. Naja, es geht, Mann. Was macht Özil? Bei ihm vorne als Stürmer. Was geht denn mit ihm ab? Aber sonst ist das Team jetzt nicht so kacke. Aber sein Stürmer mit Özil, okay, ist Mittelstürmer. Aber trotzdem, ob man da Özil hinstellen muss, ist natürlich eine andere Frage. Auch wenn der Typ eine übelste Maschine ist dieses Jahr. Aber okay, mal sehen, wie er damit spielen wird. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall eine Chance, wenn Özil da seine Chancen nicht nutzt. Okay, komm, unser neuer Spieler, Arta, wie schicke Nacht, du Scheiße, Aubameyang direkt mal hier. Guckt euch das mal an, wie frei der ist. 1:0. Aubameyang, zweite Minute, er hat gerade gewechselt. Das heißt, vielleicht wechselt der Özil aus oder so. Vielleicht hat er den nur als Chemiespieler da vorne. Aber was war das für ein guter Pass hier? Von unserer Hero-Karte, Arta. Ich hoffe, mir heißt überhaupt Arta. Ich habe keine Ahnung, aber müsste eigentlich. Nein, Scheiße, komm jetzt. Nein, das hat er richtig gut gemacht. 1:1. Das war ein starker Pass auf Schürrle. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er ihn da runterspielt. Ich dachte auch, der war im Abseits. Ja, das war kacke von mir gemacht. Gut von ihm gemacht, wirklich. Und wir führen die Ecke nochmal kurz aus. Wir haben eigentlich große Spieler mit Gono Pianca. Ne, der bringt die Ecke gar nicht. Da ist Aubameyang. Ah, der hält den wieder. Komm, lauf. Jetzt. Aubameyang, mach es mit dem Lupfer. Aubameyang ist ein scheiß Torwart. Begovic. Der hält einfach alles. Nicht. Ach, das hat er gut gemacht. Das ist das 2:1. Er macht echt teilweise richtig gute Angriffe. Wird der letzte Angriff werden. Das wird der letzte Angriff werden. Komm, lauf. Arribas, Alter, mein Rechtsverteidiger braucht 3 Jahre, bis er schießt. Und er gibt nicht mal die Ecke, der Schiri. Er gibt nicht mal die Ecke. Es geht 2:1 aus. Schade, Mann. Wir hatten einige gute Chancen. Aber der Gegner war wirklich auch gut, muss man sagen. Also es geht schon in Ordnung. Vielleicht ein Unentschieden wäre verdient gewesen und dann ins Elfer schießen. Naja, kann man nichts machen. Was soll's? Arribas hatte gerade nochmal alles auf dem Fuß, die Möglichkeit. Hat er leider nicht genutzt. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich über 2000 Likes richtig freuen. Checkt MMOJ ab, falls ihr günstige Coins braucht. Und ja, checkt natürlich auch alle meinen Instagram ab. Links in der Videobeschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und...